ist Europa. Es ist sehr, sehr moderne, lebendige Stadt. Peking war natürlich von den Ausmaßen gigantisch und ich denke mir, dass London das vielleicht mit europäischem Charme doch da gut gegenhalten kann. Ja, es sind meine zweiten, ich glaube, Timos vierte Spiele. Ich glaube, jede Olympiade ist was ganz Besonderes und ich und wir erwarten in London ja wieder was ganz Tolles. Durch die Nähe kommen natürlich auch sehr, sehr viele Eltern, Freunde, Fans aus ganz Europa und ich denke, dass das den Flair ausmachen wird. Das ist natürlich auch noch ein schöner Nebeneffekt, aber ich freue mich hauptsächlich, dass ich überhaupt bei Olympischen Spielen mitmachen darf. Gut, ich meine, in meinem Bekleidungsrepertoire gab es bis jetzt noch kein Grün und kein Rosa. Dank Bogner gibt es es jetzt und es ist schön, es ist toll, muss ich echt sagen. Da werden wir auf jeden Fall mit auffallen bei der Eröffnungsfeier und so muss das ja auch sein. Man muss ja auch ein bisschen rausstechen aus der Gruppe. Ich finde es schön, dass es sehr poppige, modische Schnitte sind und ich denke, dass das sehr gut ankommt, gerade weil London ja sehr frisch, poppig, modern, jung ist. Bei Bogner gefällt mir die Jacke am besten, weil sie eben eine Wendejacke ist. Zum ersten Mal Hut aufgesetzt, sonst immer nur Cappies und Wollmützen und Hut. Naja, man wird auch älter, ne? Schon Sorge gehabt, dass es dieses Jahr keinen Hut gibt, weil den hebe ich mir auch immer auf. Er hat einen richtigen Pfiff, der Hut. Der passt einfach dazu, das ist flott, das ist, ja, ist okay. Also am besten hat mir eigentlich gefallen den Anzug, den man dann bei den Wettkämpfen trägt und die rosa Bogner-Jacke jetzt ganz zum Schluss. Na, die rosa Jacke ist richtig schön. Also die ist was Besonderes, das ist, ja, gefällt mir sehr gut.